Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 15 von Europa Universalis und das Ganze mit Frankreich. Ja, wir haben einen Krieg am Laufen gegen England und ich hatte gedacht, das wäre Burgund, aber das ist die Bretagne, sehe ich gerade. Ist das denn so richtig, dass die Bretagne uns angreift? Wir hatten die doch freundlich gesinnt und wollten, dass die zu uns gehören, oder? Sollen wir doch mal reinschauen. Wo war das denn nochmal? Hier. Staatsehe mit der Bretagne und die greifen uns an. Das kann doch nicht richtig sein, oder? Ja, gut. Lassen wir das Ganze mal weiterlaufen und gucken, dass wir hier die Mauern kaputt kriegen. Bis jetzt ist da noch nichts passiert, genauso wenig wie da. Was passiert hier? Aragon, das war hier unten, ne? Ja. Gibt's nicht, brauchen wir gar nicht weiter gucken. Neapel, ach komm, das machen wir hier rüber ablehnen. Und das ist wahrscheinlich der Papst. Ablehnen. Gut. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das hier weiter vorantreiben. Haben wir noch irgendwo Truppen stehen? Ich glaube nicht. Was sind das hier für? Gehören der Provence die Schiffe? Wir haben aber hier noch welche. Aber die können wir jetzt auch gerade nicht unbedingt da rauslassen, weil dann würden sie gleich zerstört sein, gehe ich von aus. Angreifer hat hier 49%. Ja, ich glaube, wir sollten diese Truppen vielleicht da mal reinschicken, oder? Wer ist das hier? Armagnac. Einfach da mal hin und gucken, was passiert. Armagnac marschiert da auch noch. Machen wir gerade Pause, damit wir das lesen können. Zurückgelassene Familie. Auch einfach mit dem bleibt sicher. Tja. Haha. Ja, wenn die keine Zeit zu trauen haben, ist doch gut, dann. Ja. Steuerlast der Erblieben. Ja, ich glaube, wir können das hier eigentlich machen, ne? Ja, ich mach das mittlere. Labourd? Wo ist Labourd? Das war doch hier irgendwo, oder? Ha, wo ist das denn? Da ist Labourd. Und die nicht immer so aufpassen, wie die Monarchen so gern gehabt hätten, ja. Lokale Autonomie. 40%. Administrative Macht. Verlieren wir 30. Ich bin dafür. Autonomie wäre jetzt nicht gut, denke ich mal. Weil wir Armagnac gerade auch versuchen, hier weiter voranzukriegen, ne? So, da stehen die Belagerungen ja auch. Portois. Aber da marschieren wir ja gerade ein, ne? Und 5 gegen 8. Wir haben gerade große Verluste, so wie das aussieht. Aber die Angreifer verlieren stark an Moral. 4 zu 8. Vielleicht kommen die ja noch zu Hilfe, das wäre ja nicht schlecht, ne? Nee, nicht wirklich, oder?
Ah, aber diese können doch zur Hilfe kommen. Das wäre natürlich. Ach, guck mal, wir sind auch gerade hier verstärkt schon worden. Das heißt, dieses Gefecht wird gleich ein jähes Ende nehmen, denke ich. 7-7. Angreifermoral ist schon ziemlich niedrig. 7-6. Da nehmen wir Überhand gerade. Und das war's dann mit der Bretagne, ne? 8 zu 5, jetzt sind welche nachgerückt. Würde ich sagen, jetzt sind die anderen nachgekommen, jetzt geht's voran. Hier haben wir 17 Truppen. Oh, hier passiert etwas, was uns nicht gerade so gut ist. Neun zu acht. Die Engländer greifen über. Gewonnen haben wir das. Okay. Das bedeutet, wir nehmen die drei Armeen mal schnellstens nach hier oben, um das zu unterstützen. Müsste eigentlich noch reichen, ne? Moral ist natürlich auf unserer Seite, glaube ich, noch, oder? Nee, doch nicht so ganz. Sieht so ein bisschen anders aus. Die Truppen rücken nach, aber das dauert ewig, wa? Sieht ganz danach aus. Ich glaube, wir kommen zu spät. Gut. Das sieht nicht gut aus. Verstärkung müssten da jetzt mal her. Ich denke, das ist jetzt, bevor Verstärkungen da sind, zu Ende. Kommen in die Picardie rein, damit es vorangeht. Ja, ich glaube, die ziehen gar nicht nach. Ah, doch, könnte knapp werden, aber vorher verloren. Okay, aber das ist vielleicht noch die Möglichkeit, dass das weitergeht. Ja. Da haben wir Nachschubmangel. Wie sieht das hier aus? Unsere Moral ist riesengroß. Da brennt's. Und hier in Calais ist sowieso keine Festung. Okay. Doch, ist eine Festung. Aber da ist noch nichts passiert. Gut, das muss jetzt laufen. Hier haben wir 17. Mauern sind noch nicht eingerissen. Hier ist es. Ah, dauert noch. Was mit denen? Die marschieren zurück, denke ich, ne? Wo marschieren die hin? Bitteschön. Ach, die haben sich zurückgezogen, weil, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, können die wieder dahin marschieren. Und dann müssen wir die Kräfte da vereinigen, denke ich. So, soweit sehe ich jetzt nicht, dass irgendwas Schlimmes ist. Status quo 7. Wer ist das denn hier? Portugal. Habe ich denen den Zugang gewährt? Oder ist das irgendwie gerade nicht so toll? Da brennt es auf jeden Fall. Da sind Truppen. Hier oben sind nur die Dreie drin. Nee, da sind noch 17.000 Mann drin. Die sehe ich nur gerade irgendwie nicht. Hä? Jetzt sind sie rausgegangen. Super. Und da wird angegriffen auf englischer Seite. Aber das sieht gut aus für uns eigentlich. Oh, da ist Nachschub gekommen. Das ist jetzt nicht so positiv, ne? Aber wir kriegen auch Nachschub, oder? Armagnac ist mit zwei Truppen gleich da, will ich hoffen. Ja, ist nachgerückt. Wunderbar. Die Engländer kriegen gerade einen auf die Mütze. 12-16, was hier? Mal bitte gerade Pause. Ah, die beste Beziehung haben wir da jetzt.
abberufenen Diplomaten. Und besser geht's nicht. Okay. Noch wieder hier aufmachen. Die Türme brennen immer noch. Und 12:16. Hier oben haben wir starke Moral, aber da passiert noch nichts. Aber es ist schon was, wenn wir die Normandie gleich erstmal haben. Gut. 12:16. Ach, wir haben die Pause noch drin, deswegen ändert sich hier nichts. So, jetzt geht's wieder rund. Da oben sind noch ein paar Verstärkungen eingetroffen. Die werden jetzt hier, glaube ich, aber auch noch eintreffen. Sind sie gerade. Wunderbar. Schottland bewacht gerade den Ärmelkanal. Die blockieren da noch. Und da kommen noch mehr. Mal schauen, ob die was mitbringen. Die Schlacht von Normandie ist gewonnen. Das ist gut. Gucken, ob die welche mitgebracht haben und übersetzen. Ich glaube, die ziehen sich zurück. Ja. Da oben haben wir noch ein paar Truppen mehr. Nachschubmangel. Wie sieht es hier aus? Nicht so dolle. Unsere Moral geht da oben mal drunter, oder wo ist das hier? Warten wir Pause. Mein König hat ihren neuen Feind den Krieg erklärt. Ansbach, okay. Na, das ist ja schön. Das interessiert uns aber gerade etwas weniger, würde ich sagen. So. Steigt unsere Moral da wieder? Ich glaube ja, ne? Mauern durchbrochen. Das ist doch das, was wir hören wollen. Und dann machen wir mal einen Angriff. Ja. Das war jetzt nicht so ideal, sehe ich gerade. Wir haben keine Truppen mehr in dem Sinne da, ne? Okay, hier ist Nachschubmangel. Moral ist gerade nicht die beste. Da kommen die Engländer mit einer neuen Flotte. Die landen aber hier in der Normandie, oder auch nicht? Ich glaube, wir müssen noch ein paar Truppen ausheben. Sollten wir vielleicht tun. Tage Île-de-France. Wo ist noch schneller? Nirgends. Südlich würde wahrscheinlich vielleicht schneller sein, würde aber nichts bringen, einfach aus dem Grund, weil wir definitiv sag schon, die Schwierigkeit dann haben, das hinzukriegen mit von Süden hier schneller hinzuziehen, das wollte ich jetzt sagen. So. Fußtruppen sind da nicht. Wir haben nur noch hier die Reiterei, Kavallerie. Und die wird gerade bekämpft von den Bretonen, ne? Nochmal Fußtruppen, oder? Kriegen wir die irgendwie noch hin? Ne, sieht nicht so aus, ne, oder? Na.
Gegen die Bretagne haben wir gerade die Schlacht verloren. Speichert das Spiel. So, einmarschieren, definitiv. Und das auch. Okay. Die Engländer greifen da unten an. Das sind Leute von der Provence, ne? Wer hat denn da jetzt gewonnen? Keiner? So, jetzt kriegen die erstmal einen auf die Mütze hier. In der Picardie. So, wie sieht's mit Nachschub aus? Söldner waren das, okay. Und selber können wir keine, doch, können wir auch. Aber das dauert ewig. Machen wir aber trotzdem jetzt hier. Drei Truppen. Vier Truppen. Gut. Okay. Aber das werden wir erstmal gerade so lassen müssen. Ja, was haben wir da? Engländer. Der Kampf hier auch nicht so prickelnd aus. Da waren die Mauern doch schon eingerissen, oder? Die Schlacht von Calais ging verloren. Okay, das war mir klar. Aber die Schlacht in der Picardie ging gewonnen. So, nochmal Calais. Die sollen mal in der Normandie wieder rüberwandern. Machen sie aber nicht wegen demoralisiert. Gut, okay. Ah, die Engländer haben Nachschub gekriegt. Ich hoffe, wir kriegen auch irgendwie Unterstützung von den anderen. Sieht dem gerade aber nicht so aus. Doch, da. Armagnac. Irgendwie ist das gerade nicht so toll da oben. So, jetzt kommen aber noch Truppen nach. Und dann haben wir die Übermacht gegen die Engländer. Gut. Die Schlacht von Calais wurde gewonnen. Anführer holen. Unten ist nichts los. Wir holen nochmal Söldner. Können wir selber. Nicht so wirklich. Da noch. Und da noch. So. Gut, aber dann würde ich erstmal sagen, wo soll es für die Runde wieder reichen? Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.